Okay, die gute Neuigkeit, keine. Die schlechte Neuigkeit, ich habe hier ein Auto gerade rumfahren sehen, ohne Scheiß. Das ist, ich bin nicht paranoid, hier ist wirklich jemand, also ohne Scheiß. Tankmäßig sieht es überhaupt nicht gut aus, allerdings habe ich jetzt hier ein Fahrrad gefunden. Aber ich würde eventuell ganz gerne das Auto ausschalten. Es könnte zwar wirklich sein, dass das Freunde sind, aber im Zweifelsfall lieber die als ich. Oh Gott, oh, ich hab echt ein bisschen Schiss gerade, also ohne Scheiß. Dieses Spiel, das ist extrem krass. Aber momentan höre ich das Auto auch nicht. Die Sache ist, ich frage jetzt auch nicht, wer hier mit dem Auto unterwegs ist und bla bla bla, weil dann wissen die ja schon, wo ich bin ungefähr. Und das ist ja auch überhaupt keine gute Idee. So waffentechnisch bin ich eigentlich ganz gut ausgerüstet. Naja. Und noch immer keine Spur von diesen großen Kanistern, wo man. Oh, ein Ivan. Ach du Scheiße, das hat mir noch gefehlt. Ah, der sieht mich nicht. Alles ist gut. Wenn ich nicht. Kann das sein, dass es hier ein bisschen neblig ist? Ist das das Auto? Nein, oder? Nein. Nein, nein, ich meine, ich habe ein anderes gesehen. Nein, das funktioniert nicht. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist es hier neblig. Kann das sein? Alter, das ist doch sicherlich deren. Alter, was mache ich? Jetzt ist echt die Frage, was mache ich? Soll ich da rein? Das Ding kapern? Eventuell zum Abschluss. Na, fuck. Ich muss, glaube ich, erstmal fragen. Aber, ach, verdammt, Alter, was tue ich? Was kann ich machen? Ich gucke mir das Ganze erstmal nicht an, denn ich sehe kein bisschen. Scheiße. Oh Mann, ich habe fast schon ein bisschen Pipi in der Hose, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass hier ein Auto war. Wir werden eventuell versuchen, das Ding fit zu machen. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Ich gucke einfach mal, ob es denen gehört. Ich meine, wenn da nichts drin ist, dann wird es eventuell auch keinem Spieler gehören. Okay, nicht paranoid werden. Nicht paranoid. Ist das alles in Ordnung? Ist es überhaupt kein Grund zur Sorge? Ich meine, wenn das ein Helikopter von irgendwelchen Spielern wäre, dann wäre der doch bewacht. Oder? Hier ist ein Zeichen drauf. Okay, die haben dasselbe Problem wie ich, anscheinend. Haben nämlich auch nichts drin, also kein. Also einen leeren Tank. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen abgehackt rede, aber ich bin gerade extrem nervös. Eventuell unbegründet, das weiß ich nicht ganz genau. Ich schlage mich hier erstmal wieder in die Deckung der Häuser. Komischerweise bei DayZ ist es immer so, wenn man kurz vorm Ziel steht, findet man andere Leute. Andere Spieler. Das ist eine Tankstelle. Das ist eine Tankstelle. Wisst ihr was? Das Flugzeug, der Helikopter, das gehört keinem, weil sonst wäre da Gear drin. Und von hier aus, das ist eine Tankstelle. Und wenn da diese Fässer drin sind, dann kann ich das von hier aus spielen leicht auffüllen. Das ist ein paar Runden. Ein paar Runden wird das gehen, aber das ist egal.
Ich kann zwar mit dem kleinen Helikopter besser fliegen, aber komm, ich habe genug geübt. Das muss jetzt einfach hinhauen. Dann wird das jetzt eventuell hier meine Jungfernfahrt in DayZ, weil in DayZ selbst bin ich noch nie geflogen, aber mittlerweile im Editor. Weil ich habe mir gedacht, so wenn so viele Leute fliegen können, dann muss ich das auch unbedingt mal machen, damit ich irgendwie eine Hilfe sein kann. Deshalb habe ich so die ein oder anderen Flugstunden genommen. Ich höre schon wieder Helikopter. Das gibt's doch nicht. Es ist... Dieses Spiel hier, ohne Mist. Das ist das geilste... Nein, das geilste... Doch, eventuell sogar schon. Ich weiß es gerade. Also momentan kommt es mir so vor, als wäre es das geilste Spiel der Welt. Das ist gerade blanke Horror. Ohne Mist. Okay, wir haben beide Kannen aufgefüllt. Ist hier eventuell noch eine drin? Nein. Ein Reifen wäre hier, aber scheiß auf den Reifen. Wir machen jetzt das große Ding flott, einfach weil es näher ist und... Ja, dann zurück ins Lager. Also soweit der Plan. Ob das klappt, das werden wir sehen. Ich muss jetzt hier einfach mal eine Pause machen, weil sonst geht's euch eventuell auf die Nerven. Das ist ja sowieso nur ein Hin- und Her gelaufen. Eventuell haben wir Glück und schaffen das. Ansonsten haben wir Pech und schaffen es nicht. Also, weißt du Bescheid, ne? Okay, ich mache jetzt den Cut. So, und da bin ich auch schon wieder. Wohl oder übel muss ich mich leider von den beiden Helikoptern trennen. Ich habe gemerkt, dass die einen Leck haben und sofern wir es nicht repariert kriegen, können wir da so viel... Benzin reinfüllen, wie wir wollen. Wir werden das Ding nicht in die Lüfte kriegen. Aber das ganze gesammelte Benzin werde ich jetzt einfach für mein Motorrad verwenden. Und dann werden wir uns hier aus der Stadt raus verpissen. Denn wir haben hier nichts mehr, was uns hält. Ich glaube nicht, dass wir den Helikopter alleine aufgebaut kriegen, sofern wir auch keine Toolbox haben. Ja. Und was das bedeutet, das wissen ja die einen oder anderen schon. Die mich schon länger sehen, die wissen, wie schwer es fällt, eine Toolbox zu holen. Beziehungsweise Toolbox heißt ja nicht Tool, sondern Toolbox, genau. Naja, auf jeden Fall sind wir hier wieder am Motorrad und der muss noch schnell sterben, das wäre ganz gut. Okay. Na, da kraucht auch noch einer. Und da kraucht er nicht mehr. Okay, so. Mit dem Zeug, was wir haben, könnten wir das theoretisch ganz auffüllen, aber naja. Ich denke, wir fahren dann einfach nochmal bei dem Auffülldingens vorbei, dann geht das schon ganz gut klar. Naja, dann geht's wieder ab. Gen, weiß ich auch nicht mehr, warte mal. Wo sind wir eigentlich? Ah, okay. Das ist soweit eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber wir verpissen uns jetzt hier aus der Stadt. Ich gehe nochmal ganz kurz da an den Industrial Spawn, aber auch wirklich nur, weil ich gucken will, ob da noch irgendwas Nützliches gespawnt ist. Ansonsten können wir uns hier verabschieden. Wir haben es probiert, aber anscheinend sollte es einfach nicht sein. Upsala, stehen bleiben. Ich hole hier eventuell nochmal das ein oder andere Kännchen mit raus. So, 4 habe ich gesammelt. Ich glaube, wenn wir 2 mitnehmen, dann fahren wir schon ganz gut. Haha, Wortwitz mehr oder weniger sogar. Und jetzt, ja, würde ich sagen, erstmal aus der Stadt hier raus. Hupsala, so. So, essenstechnisch können wir natürlich nochmal, wenn wir schon mal hier sind... Ja, wir fahren einfach für jeden Weg. Wir können nochmal hier in die Kirche reingucken, wenn wir schon mal da sind. Eventuell finden wir da lustige Sachen. Also zumindest spannende Sachen, wie zum Beispiel was zu essen oder so. Das können wir ganz gut gebrauchen, weil ich habe jetzt momentan erstmal gegessen, aber so vorratsmäßig, ich habe immer ein bisschen was dabei, wisst ihr, ne? Das ist, glaube ich, die beste Sache. Das Blöde ist auch, dass wir nicht reinkommen.
Wenn ich schon mal hier bin, steht hier auf dem Platz irgendetwas Nützliches. Manchmal spawnt hier was, aber in dem Fall nicht. Okay. Schade, schade, aber naja, ist auch nicht so schlimm. So, auf der anderen Seite ist jetzt noch das Industrial Spawn Dingens gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich meine ja. Also ich bin jetzt da mindestens viermal dran vorbeigerannt, beziehungsweise immer hin und her, als ich versucht habe, den Helikopter zu befüllen, also das wäre schon echt schlecht, wenn ich das jetzt nicht mehr wüsste, wo es wäre. Ja, ich trenne mich wirklich sehr ungern von dem Gedanken. Das wäre natürlich noch echt grandios gewesen, aber man muss anscheinend die Helikopter ganz, also hundertprozentig auffüllen, damit da irgendwas passiert. Und das schaffen wir nie im Leben. Ah, guck mal, hier sind schon ein paar Zombies gespawnt. Aber wir fahren da besser nicht gegen. Weil hinterher schrotten wir noch unser eigenes Teil, das ist natürlich auch nicht so gut. Dann laufen wir lieber ein bisschen. Schadet ja nichts, laufen macht schlank.